Hallöchen, meine lieben Freunde! Ja, willkommen zurück zu Dead Space. Nach Schock und Schere Not in der letzten Episode dieses wirklich Epic Games haben wir uns zwar noch nicht wirklich erholt, aber wir müssen ja weiter im Kontext. Und diesmal geht's in den VIP-Bereich, wo ganz viele VIPen sind. Zur allgemeinen. Ah! Hallo? Hallo. Ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das VIP-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören. Oh, Vollidiot. Zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. OMG. Mörser nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Ah, es ist Dr. Kein, der hier redet. telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Ja. Wie der überlebt hat, ist mir schleierhaft. Halbleiter Gold. Kann ich hier rein ihn besuchen? Nein, kann ich nicht. Ich gehe nochmal weiter, Dr. Keine, wenn Sie nichts dagegen haben. Einer von uns beiden muss ja kämpfen. Sie übernehmen das Reden, Isaac übernimmt das Kämpfen. Reload. VIP-Schlafblock. Das sind wahrscheinlich die ganzen CEC-Mitarbeiter. Hey, der sieht cool aus. Yo. Dann ein japanisches Mitglied. Amerika, würde ich sagen. Indien. Europa. Frankreich vielleicht. Und sie. China. Oder auch, oder doch, oder anstatt Japan, dann ist eher China oder Korea. Egal. Ist natürlich klar, die Fetten sind immer unter den VIPs. Nein! Wie konnte das nur passieren? Nicht schießen. Schlagen, Isaac, schießen. Das war wieder so klar. Die Fetten sind immer hier drin. Tja, mein Armer. Ah, ein Starsepack. Das können wir gebrauchen. So, ich werde auch, wenn ich diese Folge überziehen werde, höchstwahrscheinlich, will ich jetzt endlich mit Dead Space fertig werden. Nicht mit Dead Space fertig werden. Mit diesem Kapitel fertig werden. Dann haben wir den längsten Tag hinter uns. An Bord der Dead Space. Nee, nicht an Bord der Dead Space. Der Ach, oh. Ich dachte, das wäre ein Arm.
Aber da hat jemand Wasser oder Wein genossen. So. Aber es ist auch ganz klar, dass man solche Sessel auseinanderkickt. Eigentlich ganz hübsch, der Bereich hier. Hui! Einfach mal so einen Sessel wegschieben. Ah! Dass die auch immer in diesen Kisten warten darauf, dass irgendein Vollidiot wie ich zum Beispiel kommt. Naja. Mondgestein. Ah, die Ishimura und die Crew beim fröhlichen Beisammensein. Was haben wir hier? Die Ishimura Longs beim Bergbau. Ja, beim Bergbau. Auch wenn das eher mehr an abstrakte Kunst erinnerte. Nur 4 VIP-Kabinen, während die anderen in solchen Schlafsesseln da rumhängen. Naja. Ein Textlog. Datenbank. Persönliches Logbuch. White D. First Officer. Das Schiff wurde von unbekannten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis. Captain Matthews, CSO Kine. Second CSO Mercer. LCDR Holt. LT Lieutenant Carrillo. Lieutenant Pitts. Lieutenant Red, Ensign Maynard, Ensign Shane, Ensign Espeleta, Ensign Nati David. Nati Vidat. Das Schiff wird von uns, also nicht wurde von uns, sondern wird von unbekannten Unis. Und Unis sind die Unitologians. Für diejenigen, die es nicht wissen. Lalala. Aff durch die Tür hier. Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ostman sei gepriesen. Putzen, putzen. Ach, ich hab ein Problem. Was habe ich verpasst? Keine Ahnung. Feuerlöscher! Ja! Boom! Cool, der explodiert sogar. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte, der prallt da einfach nur ab. So ist unser Hightech-Feuerlöscher. Unzerstörbar. Kannst du mit dem MS Abrahams rüberfahren? Das macht dem nichts. So. Einige Leute aus Dead Space Extraction sollte so ein Raum bekannt sein. Es ist nicht derselbe, so viel sei gesagt, es ist ein anderer. Aber diese Shuttle Decks ähneln sich. Also ich bin bereit für den Abflug. Ne? Noch irgendwer? Hm? Uah. Ich muss doch irgendwie... irgendwo... Ah! Toll. Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen.
Ah, hier. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Feuer! Ah! Ein Speedy Gonzales. Und ein Nervy Gonzales. Nervy Gonzales müssen wir abhauen und vielleicht einige von euch, also die meisten werden. Scheißegal. Tür öffnen. Na los. Was? Was für eine Verarsche. Also. Nicht. Testzündung des Shuttle-Antriebs. So. Na, geht doch. Schrei doch nicht so. Juhu! Konfetti! Ja! Feiern, feiern! Gott, die Halterung gelöst. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Lass uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ja. Irgendjemand müssen wir wieder ganz machen. Das hat auch Nicole zu uns gesagt. Aufgebüffelt. Shuttle-Sicherung gelöst. Alleine der redet mit seiner toten Frau. Woher ich das weiß? Keine Ahnung, ob Kyle verrückt ist oder nicht, weiß ich aber nicht. Wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ja, Kendra wird auch irgendwie aggressiv, aber ich wäre auch aggressiv, wenn ich mich die ganze Zeit in einem Raum vor blutrünstigen Nekromorphen verstecken muss. Aber Isaac ist ja der Coole. Ey, wir haben ein Energieknotengeschenk gekriegt. Wir haben uns Stunden, Jahrtausende mit diesem Viech rumgeärgert und dann kriegen wir einen Energieknoten. Also ein Anzug für Lau wäre doch viel schöner gewesen oder 200.000 Credits. Aber nein, Energieknoten, das entschädigt uns natürlich. Das entschädigt uns natürlich für alle Probleme, die wir hatten. Jedenfalls wäre dieses Kapitel hiermit beendet. Sollte eigentlich nichts Großes mehr passieren. Ja. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Ja. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir. Und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Das finde ich jetzt auch wohl eine der geilsten Stellen. Der Kerl ist wirklich gläubig. Also eins muss man ihm sagen. Er glaubt an das, was er sagt.
mir leid, Mercer. Du wirst doch wohl nur, obwohl du so gut warst, so ein versessener Pro. Eben hatte ich das Wort noch Pro-Nikromorpher. Hat man dich nicht in einen Brute, sondern in einen Standardkost verwandelt. Ja, ja, so kann man enttäuscht werden. Blätter Gold! Nein, das Medipack wollte ich benutzen, ich voll Idiot. Die kann man auch für viel Kohle verscherbeln, die Munition. So! Das reicht doch locker, um uns nochmal 5 Knoten zu holen. Ich schmeiß mir jetzt im Safe, das ist nicht auch ein geiler Bug. Jetzt schmeiß ich mir 2 kleine Medipacks rein. Gut. Kaufe mir nochmal was. Die unter euch, die mich kennen, schon in den letzten Folgen, die werden wissen, was ich mir kaufe. 5 Knoten, nicht 6 Knoten, 5 Knoten. So. Meine Fresse. So. Das wäre genau aufgeladen. Der Plasma. Okay. Dafür bräuchten wir 4, um ihn weiter aufzuladen. Der Pulsgewehr hat schon alles, was sich lohnt. Gut. Erstmal mache ich den Plasma-Keller. Gut, es ist auf Max gut, auf alles, was man braucht. Also Nachladen und Feuergeschwindigkeit ist nicht wirklich was man braucht. Auch nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Also es ist meine Meinung. Kann sein, dass eure Meinung abweicht. Irgendwie merke ich nicht, dass das Ding breiter geworden ist. Naja. Und du? So, hast du verdient. Gute Sache, fliehen wir. Ja, das war Kapitel 11. Das meiner Meinung nach längste Kapitel in DS. Dead Space, nicht Double Screen, wie von Nintendo DS. Das Ende aller Tage ist abgeschlossen. Und für die Aufmerksamkeit unter euch kommt jetzt Kapitel 11. Ja, alternative Lösungen. Ach ja, und hier machen wir unser drittes Backtracking. Und zwar zurück zum Flight Deck. Von dort, wo wir gekommen sind. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fiebert mit mir bis zum Ende dieses Games. Dieses epischen Games. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch wieder unterhalten.